und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2 bei Ömi. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen, die erstmal kein Wort verlieren wollen miteinander. Zu meiner Rechten sitzt natürlich der Supersoldat schlechthin, Steve Rogers. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Und zur anderen Seite, was ist er? Multimilliardär, ach, sagst du einfach selbst. Toni Stark natürlich, jeder kennt ihn. Schön, dass wir Zeit hatten für uns, heute herzukommen. Schön, dass wir uns die Gage leisten konnten, dass Sie die Sendung teilnehmen konnten. Naja, es geht heute, die beiden sind, man kann es eigentlich schon fast sehen an der Körpersprache, sind natürlich im Clinch. Wir versuchen das heute mal hier zu klären. Was ist da los? Was stimmt hier nicht? Mr. Stark, ich glaube, Grundlage war ja ein Gesetz, was Sie mit auf den Vormarsch gebracht haben. Durchaus. Das Gesetz sieht die Registrierung von Superhelden vor, um besonders jugendliche Superhelden vor ihren eigenen Kräften zu schützen und sie einer guten Ausbildung zukommen zu lassen. Und sie in die Arme von Superschurken zu treiben, prinzipiell ihre Familien zu gefährden, ihre komplette Zukunft zu zerstören, Stamford 2 zu verhindern, nicht nochmal 600 tote Kinder und wütende Mütter. Wir wissen natürlich um die tragischen Ereignisse. Aber sagen Sie doch wirklich, dass, wieso vertreten Sie diesen Schritt? Warum meinen Sie, ist das genau das Richtige, was wir tun sollten? Weil er nicht drüber nachgedacht hat. Weil er findet, dass wir, ach komm, mach mal eine Registrierung, ist eine geile Sache. Ist nicht so, dass wir irgendwie ein Recht auf Freiheit haben, dass jeder sich frei entscheiden kann. Jeder in die Luft springen kann, wann auch immer gerade der Meinung ist, seine Kräfte kontrollieren zu können. Und oh, doch nicht. Also Sie vertreten die Meinung, auch dieses Gesetz wird trotzdem die Freiheit vertreten? Wir sperren niemanden ein. Genau. Nur die Leute, die sich nicht registrieren lassen wollen. Ne? Wer versucht hier irgendwann eine Untergrundmiliz aufzubauen? Und ja, wenn man gegen einen Typen wie dich unbedingt ankommen muss. Oh, oh ja, genau. Im Endeffekt ist ja auch jemand, der nur immer die ganze Zeit... Mr. Rogers. Bevor wir hier noch wirklich das nicht eskalieren lassen wollen, weil dann haben wir nichts mehr von diesem Studio. Haben wir da drüben sitzen. Ja, ja. Wir haben noch von anderen Helden noch Kommentare dazu, die aber unerkannt bleiben wollen, weil wegen der Seite, wer steht nun auf welcher Seite, das soll ein bisschen offen bleiben vielleicht. Haben wir hier Beiträge vorbereitet. Wir wollen jetzt einfach mal starten und gucken, was es da zu sehen gibt. Naja, das Erste, an was ich mich erinnere, das war damals, da waren diese Kiddies und die haben da so ein bisschen eine Reality-Show gemacht und naja, da ist was schiefgelaufen. Ja, und da gab es halt viele Verletzte und so Tote, ne? Also ich weiß noch, dass der Toni, der wollte das eigentlich ein bisschen anders machen. Der wollte da so eine Art Registrierungsgesetz machen und der Steve, der hatte gesagt, das machen wir so nicht, das können wir so nicht machen. Und ich wollte ja eigentlich nur das Richtige machen. Ich wollte ja helfen, wollte ich. Naja, und dann haben die sich immer gezofft und immer wieder dasselbe und ich wusste halt auch nicht, was ich machen sollte. Und dann hat der Toni mich beisammen genommen und hat gesagt gehabt, du musst mir helfen. Das ging erst mit ein paar einfachen Fotos los, geschmackvolle Fotos, hat er gesagt. Und dann sollte ich von der Menge treten und dann wurden noch mehr Fotos gemacht. Dann sollte ich mich entblößen und zeigen, wer ich war. Und dann sollten da Videos gedreht werden. Ich wusste auch nicht, was das alles soll. Ich habe Geld gekriegt von ihm. Was zu essen, sogar was Neues zum Anziehen. Das war alles sehr schön. Frisch mit Schnickschnack. Naja, aber das wurde irgendwie nicht besser. Ich habe dann Probleme gehabt. Die haben meine Familie haben sie angegriffen. Da wollte ich dann doch nicht mehr so mit dem Toni spielen. Und da hab ich dann mit dem Steve geredet und der Steve hat gesagt, das müssen wir anders machen. Und da bin ich dann zum Steve. Naja, und dann ging halt alles so drunter und drüber und die haben halt nicht mehr aufgehört zu kämpfen. Da gab es immer so zwei Seiten, für die man sich entscheiden sollte, haben sie immer zu mir gesagt. Und ich bereue das, dass ich erst zum Toni, auf den Toni gehört habe. Ich wollte doch nur das Richtige tun. Aber ich dachte, ich hätte es dann getan. Das war alles zu viel für mich. Entschuldigen Sie bitte. Hey. Nein! Hey, Eddie, alte Keule! Was soll denn hier? Geh weg! Diese Heulbrühe, was machst du das? Nein. Alter, was kannst du eigentlich? Zu wem?
gehört der eigentlich? Nichts meiner Seite. Zu mir auch nicht. Okay, Mr. Stark, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen näher auf das Thema generell ein und aus Ihrer Sicht der Dinge. Ja, aus seiner Sicht. Im Endeffekt wird es dann wieder nur die einzige Propaganda, so, oh ja, das Gesetz ist eine gute Sache. Mr. Rogers, das Gesetz ist auch eine gute Sache. Ja, natürlich, nur weil du denkst, dass jeder Mensch so denkt wie du. Im Endeffekt ist doch keiner von denen hat irgendwie die Kohle dafür, sich die Freiheit zu kaufen, die du dir jedes Mal holst. Nein, aber dafür habe ich sie, um sie für andere zur Verfügung zu stellen. Ja, genau, weil du die ganze Zeit... Mr. Rogers, ich sehe gerade, wir haben eine Zuschauerfrage. Deswegen würde ich mal kurz Sie bitten, Blut zu halten. Bitte. Was glaubt ihr, wird euer Film so erfolgreich sein wie meine? Natürlich. Welcher Film? Ein Film, nochmal ein bisschen cineastische Darstellung unseres Konflikts. Bisschen anders. Weniger tote Kinder, mehr deinen Kumpel Bucky zu sehen. Dein Team ist etwas übersichtlicher und etwas cooler. Team war vorher schon cool. Ja, vor allen Dingen Herkules, nachdem er sich entschieden hat, Hosen zu tragen. Danke. Kann halt nicht jeder die Hälfte der Zeit nackt rumlaufen. Das ist ein Anzug. Das ist eine ultradünne Schicht. Ja, super. Und was machst du dann nachher? Willst du dann auch noch Merchandise herstellen, einen Comic draus machen? Richtig, ein Comic. Der zu 50% erzählt, was ich zuletzt gemacht habe. Wenn ich Glück habe, kann man nämlich auf manchen Panels bestimmt auch sogar erkennen. 50%, was du zuletzt gemacht hast. Die Ähnlichkeit kannst du in den Wind schießen, das wird eh nichts. Und auf den letzten 5 Seiten erzählen wir, was der Psychopath Crossbones gemacht hat und was dein Kumpel Bucky gemacht hat und dass der können wir dann für teuer Geld verkaufen oder wir werfen das Geld einfach in die Menge, weil das eh alles nichts bringt. Ich sehe das. Wir melden uns gleich nach der Werbung zurück. Bis dahin dann mit Mr. Rogers seiner Sicht. Mein RTL. Food Wars macht die Frauen froh und den Koch gleich ebenso. Wenn es mit dem Sterben mal wieder länger dauert, schnapp dir Zombie Loan. Meta Baron. Ist er zu stark, bist du zu schwach. Hier, ein Messer. Übrigens, das ist gar kein Messer, sondern ein Schwert. Wenn du willst, kannst du alles haben. Wenn du willst, bist du kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Hirte. Und wir sind gar nicht in unserem Dorf, sondern auf einer Reise gegen das Böse. Und wenn du wieder zurück ins Dorf kommst, bist du immer noch in Tales of Zestiria. 8. Ein Kracher zwischen Zeitreise, Hoffnungslosigkeit und Amnesie. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Comichändler oder Nerdsich. Früher kämpfte ich allein, doch das ist vorbei. Heute Justice League ich in Amerika. Hallo, ich bin Apokolips. So ein Mensch ist alles andere als harmlos. Bei uns Mutanten lösen wir das Problem an der Wurzel und beugen vor, bevor die Erde von den Menschen verseucht wird. Apokolips dezimiert. Apokolips löscht aus. X-Men Apokolips. Jetzt auch in Ihrer Nähe. Mesolith. Morgens 9:30 in der Steinzeit. Mit Dragons Rioting hat man gleich 3 Dinge auf einmal. Kämpfe, Mädels und Frauenallergie. Ein Spaß für jeden, außer dem Hauptcharakter. Herzlich willkommen zurück aus der Werbung hier bei 2 bei Ömi. Und wir sitzen immer noch hier und haben immer noch keinen Frieden gefunden, sozusagen in diesem... diesem Streit. Ja. Aber ich glaube, wir machen. Der gibt ja auch prinzipiell in keiner Spur nach. Der hört auch nie irgendwie zu. Genau, weil du es besser gemacht hättest. Von Anfang bis Ende. Ja. Der perfekte Mr. Rogers. Was hättest du denn gemacht, um Himmels Willen? Ich sehe gerade, da ist auch ein Zuschauer, der eine Frage hat. Unbekannter Zuschauer, bitte die Frage. Mr. Stark, seit wann sind Sie Experte für thermonukleare Astrophysik? Seit gestern. Ja. Komm schon. Was hättest du anders gemacht? Ja, Mr. Rogers, wir wollten ja Ihre...
Ich hätte die Leute vielleicht nicht in unbedingt ein Superheldengefängnis in der Negativzone gesperrt. Weißt du, was daher das hätte schief gehen können, was am Ende dabei rausgekommen wäre? Deswegen war es ja da. Stell dir vor, nur ein Idiot hat das Ding komplett in die Luft gejagt. Genau, deswegen hatten wir auch Sicherheitssysteme, dass Fort Knox aussieht wie ein Kinderspielplatz. Es hätte noch eine Kleinigkeit sich ändern müssen. Und alles wäre anders gelaufen. Genau. Und dann so? Ja, und dann so? Im Endeffekt wäre dieser Konflikt nicht irgendwie, wie hätte das komplette Land gespaltet. Wahrscheinlich hättest du ein Land gegründet, ich hätte ein Land gegründet. Deins wird anerkannt sein. Ich werde so ein bisschen meinen Outlaw-Bereich betreiben, wo dann jeder machen kann, was er möchte. Einfach damit die Leute frei sein können. Während sie bei dir wahrscheinlich in Regeln ersticken. Dafür haben wir weniger Unfälle. Dafür haben wir Platz und keine Überbevölkerung. Hey, wo wollen die Leute leben? Nicht bei dir. Es gibt genug Leute, die lieber in Freiheit leben wollen, als Reglementierung haben zu wollen, wann sie wo irgendwo hinfliegen können, weil sie fliegen können. Aber das Ende vom Lied wird dann nachher sowieso sein. Wir werden irgendwann nach 10, 20 Jahren versuchen, irgendwelche Friedensverhandlungen dann mal hinzubekommen, weil irgendeiner sich in den Kopf gesetzt hat, die beiden Länder vielleicht doch vereinen zu wollen. Und was wird am Endeffekt rauskommen? Irgendjemand wird diesen Vermittler erschießen und am Ende wird das Ganze in einem viel größeren Desaster enden als schon vorher. Siehst du, genau darauf wird es hinauslaufen. Genau. Und wie kommen wir aus dem Kram wieder raus, wenn du das so schön machst? Ah ja, da weiß der große Mr. Rogers selber nicht mehr, was passieren wird. Es kann alles Mögliche passieren und wahrscheinlich wird es noch viel schlimmer und viel katastrophaler als jeder andere Civil War, den du dir vorstellen kannst. Oh, ich kann mir einiges vorstellen, glaub mir. Mhm. Das möchte nur niemand wissen. Ja. Machen wir mit einer Zuschauerfrage weiter? Genau. Bitte, da. Mr. Stark. Ein so großer Mann in einer so großen Rüstung. Aber wenn Sie sie wegnehmen, was sind Sie denn dann? Genie, Milliardär, Playboy und Philanthrop. Nackt? Ja, das auch. Kann wir sollten das mit den Zuschauerfragen lassen. Ja, ich glaube, das ist auch immer zu derselbe Typ. Ja, vermutlich. Mr. Stark. Muss es denn wirklich jetzt immer so sein? Gibt es denn keine Alternative, die Sie auch anbieten könnten? Ja, der als nächstes klopft er sich einfach mit den X-Men oder den Inhumans, dann hat er wieder was ganz anderes, dann hat er einfach Civil War 2 und fertig ist Lack. Richtig, und das nächste Mal kämpfe ich auch nicht gegen dich, weil ich so viel Spaß habe, sondern gegen Carol Danvers. Keine Sorge, ich werde auch auf der Gegenseite stehen. Bestimmt, natürlich bist du auf der Gegenseite. Zusammen mit den ganzen Inhumans, finde ich großartig. Genau, ich gegen den Rest der Welt. Nein, nein, du kriegst garantiert wieder irgendwen auf deine Seite. Du kannst quatschen, kannst du bezahlen, kannst du sehr meistens auch. Wahrscheinlich kriegst du Spider-Man. Ich werde Leute bekommen, die noch ein bisschen drüber nachdenken. Hm. Zum Beispiel die kleine Miss Marvel. Hm. Die ist noch fit im Kopf. Die denkt noch darüber nach, was sie tut. Oder die will ihr Taschengeld auch besser. Ach, nicht jeder ist käuflich. Ja, ich weiß, die sind bei mir. Sind Sie nicht eigentlich der Moderator? Müssten Sie nicht irgendwas sagen? Müssten Sie uns nicht irgendwie dazu bringen, dass wir uns jetzt in die Arme fallen und endlich wieder verstehen? Wofür bekommen Sie eigentlich Geld? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss er deswegen das Zeug aufsammeln, was du hier rumschmeißt. Haben Sie nicht irgendeine Idee? Könntest nicht? Ich meine, ich möchte mich mit diesem Typen vertragen. Ja, Mr. Rogers, da ist der Punkt. Ich finde, Sie beide, Sie haben in New York gekämpft. Weißt du was, Toni, komm, wir klären das bei einem Bier. Und Sie haben... Cola. Das mit dem Alkohol war nie eine gute Idee. Und außerdem... Ja, und wie Sie sehen, auch diese Woche haben wir es wieder geschafft, einen Streit zu schlichten. Und wir verabschieden uns in diesem Sinne und wünschen Ihnen einen schönen guten Abend noch. Und ansonsten kann ich schon mal sagen, in der nächsten Folge wird es auch wieder spannend, denn dann begrüßen wir einen Mann mit Glatze, der im Rollstuhl sitzt und einem rassistischen Juden. Wird bestimmt spannend. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin.